Eines haben die Unternehmen, deren Vertreter am Donnerstag im Mediklin Herzzentrum Coswig zusammentrafen, gemeinsam. Sie alle zeichnen sich durch besondere Familienfreundlichkeit aus. Mehr als 30 Firmen und Einrichtungen aus ganz Sachsen-Anhalt gehören bisher zum Netzwerk des Audit Beruf und Familie. Das Treffen sollte nun vor allem dem Erfahrungsaustausch und der Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten dienen. Es lief sehr gut. Die Unternehmen haben einige Ideen ausgetauscht, gerade in Bezug auf demografiefeste Personalpolitik. Und haben sich auch gegenseitig eingeladen zu bilateralen Gesprächen. Das heißt also, dass nicht nur in diesen Runden Ideen ausgetauscht werden, sondern die dann auch im Nachgang noch in kleineren Gruppen auch vertieft werden. Das Mediklin Herzzentrum war natürlich nicht nur Gastgeber des Treffens, sondern hatte die Auditierung im vergangenen Jahr selbst erfolgreich absolviert. Hier sieht man das Plus an Familienfreundlichkeit vor allem als Möglichkeit, qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu halten. Diese Zertifizierung zeigt, dass wir da auf einem guten Weg sind, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben nicht nur hier gut arbeiten können, sondern dass wir auch auf Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehen, gerade was die Vereinbarkeit von Beruf und Familie angeht. Natürlich muss jedes Unternehmen, das sich für das Zertifikat bewirbt, bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllen. Vor der begehrten Urkunde steht ein langer Prozess. Man führt einen Auditierungsprozess durch, das heißt, es wird geschaut, wie ist der Stand im Unternehmen, und das ganz wesentlich ist, dass wir Ziele definieren, und für diese Zielvereinbarung gibt es das Zertifikat, und was genau das für Ziele sind, hängt sehr von der individuellen Situation des Unternehmens ab. Sicherlich spielen Sachen wie Arbeitszeiten eine wichtige Rolle, Arbeitsorganisation, Service für Familien, und ganz, ganz wesentlich sind natürlich auch immer die Führungskräfte, die den Prozess tragen müssen. Einen besonderen Schwerpunkt setzte das Netzwerktreffen am Donnerstag auf das Thema demografiegerechte Personalpolitik. Was sperrig klingt, ist laut Gastreferentin Birgit Weinmann gerade in unserer Region ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunftssicherung. Ja, demografiegerechte Personalpolitik, wie sieht in Kürze aus? Sie sieht so aus, dass man alle Mitarbeitergenerationen mit in den Fokus nimmt. Dass das nicht nur Personalpolitik ist für ältere Mitarbeiter, sondern dass man die Perspektive auf das gesamte Spektrum der Belegschaft hat. Und demografiegerechte Personalpolitik ist vor allen Dingen eine Personalpolitik, die das Altern als Chance sieht und nicht als Problem sieht. Die besten Angebote helfen natürlich nicht, wenn sie niemand kennt. Im Herzzentrum wird daher dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter stets auf dem aktuellen Stand sind. Es ist ja in so einem Krankenhaus mit Dreischichtbetrieb immer ganz schwierig zu kommunizieren. Man trifft nicht immer alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Deshalb haben wir zusätzlich zu zahlreichen Informationsveranstaltungen einen Flyer erstellt, in dem die einzelnen Angebote dann ganz genau beschrieben werden. Im Mittelpunkt steht vor allem das Gesundheitsmanagement, aber auch die Flexibilisierung von Arbeitszeiten, wo wir auf einzelne Wünsche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingehen. Und für alle, die auch neu hier anfangen, ist es einfach ein ganz wertvoller Flyer, wo sie sich sehr gut informieren können. Dass sich die Zertifizierung für Arbeitnehmer und Geber gleichermaßen lohnt, zeigte am Donnerstag auch die Ehrung durch Werner Theissen vom Landesministerium für Arbeit und Soziales. 9 Unternehmen, Einrichtungen und Hochschulen hatten erstmals das Audit Beruf und Familie absolviert oder sich erneut dem Verfahren gestellt. Denn natürlich wird die Familienfreundlichkeit regelmäßig überprüft. Angesichts der Vorteile für alle Beteiligten ist dieser Aufwand aber mit Sicherheit gerechtfertigt.